Services. Services und wir haben Windows Intune. Also ich glaube, Windows Intune ist wahrscheinlich das Produkt, was die meisten schon etwas länger kennen, oder auch Rights Management Services. Rights Management Services werde ich nur ganz kurz mal antatschen, weil es danach nämlich einen extra Vortrag geben wird von Peter Nowak zu diesem Thema. Der sitzt auch hier und hört zu, was ich vorher schon sage. Genau. Ich will ganz kurz darüber sprechen, warum kam das oder warum diese Suite, weil natürlich der Bedarf immer mehr kommt. Also ich glaube, wir hatten, ich weiß nicht, wer jetzt alles in dem Vortrag von Lars und von Frank gerade mit dabei war. Alter. Also Mobility, ein ganz wichtiger Punkt heutzutage. Also wir haben jetzt nicht nur ein Device, wir haben 5 Devices, wir haben unterschiedliche Devices. Wir möchten gerne auch die Arbeit von diesen Devices aus machen können. Die Unternehmen sagen dann immer, ist zwar schön, aber wo sind meine Daten? Ist das Ganze noch sicher? Sie haben auch das Beispiel genannt. Volkswagen schaltet die Mails ab am Abend, Mercedes-Benz oder wer war das, löscht die E-Mails, ist alles toll, aber die Leute finden einen Workaround, sie lassen sich die E-Mails halt dann auf ihren Hotmail oder Gmail-Account schicken und dann wird halt von dort weitergearbeitet. Also das heißt, man will als Unternehmen vielleicht schon natürlich auch, wie da angesprochen, Work-Life-Balance irgendwie in den Griff kriegen, aber auch die Sicherheit der Daten soll natürlich gewährleistet sein. Und das heißt, wir als IT-Dienstleister, als Administratoren wollen dann natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute das tun können. Wir wollen aber auch, dass die Unternehmensdaten sicher sind. Also wir wollen die Möglichkeit geben, jedes Device nutzen zu können. Wir wollen aber natürlich auch sicherstellen, dass die Sachen geschützt sind. Und da kommen eben die Lösungen ins Spiel, wie einmal Hybrid Identity. Warum? Weil ich mit einer Identität möglichst arbeiten sollte und jetzt mir nicht 400.000 Passwörter vielleicht merken und ich möchte dann vielleicht auch auf weitere Cloud-Services zugreifen, um nicht nochmal mich neu authentifizieren, sondern trotzdem als Benutzer mit einer ID darauf zugreifen. Und mobiles Management wie Application Management ganz wichtig und dann natürlich auch noch der Zugriff. Ganz am Schluss steht jetzt noch Desktop Virtualization. Da ist jetzt zum Beispiel was wie Azure Remote App gemeint. Das werde ich jetzt aber hier nicht mehr ansprechen können. Ich zweifle eh, dass ich alles durchbekomme in der kurzen Zeit. Also wie schon gesagt, Azure AD, Rights Management Services und Windows Intune. Ich möchte eigentlich gerne viel in die Demo gehen. Trotzdem habe ich 2, 3 Slides, weil ich eigentlich um das Thema Identity ein bisschen sprechen möchte. Also was ist eine Identity? Wo kommt so eine Identity her? Und was kann ich dann am Schluss, was erreiche ich dafür, wenn ich eine Identity habe? Single Sign-On. Alle schwärmen davon, ist eine schöne Sache. Wir bei Microsoft haben es tatsächlich geschafft, wir haben so viele Services und so viele Produkte, die jetzt auch nicht nur von uns sind, im Einsatz. Wir haben es tatsächlich schön geschafft, dass ich mich mit meinem einen Microsoft Corp-Account anmelden kann und überall darauf zugreifen kann. Egal, ob das jetzt eine Webseite ist, die ganz woanders ist. Wir haben Vertrauensstellungen gebaut, beziehungsweise über ADFS dann die Authentifizierung wieder zu uns zurück konfiguriert. Self-Service Experience ist etwas, was ich dem Benutzer mitgeben möchte. Mit seiner ID, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt, er hat sein Kennwort vergessen, dann kann er es wieder zurücksetzen. Genauso wie den Conditional Access, das heißt, ich kann bestimmen, anhand von seiner Rolle, anhand von bestimmten Attributen zum Beispiel in seiner Identity, ob er darauf Zugriff bekommt oder nicht. Und dann natürlich auch der Zugriff auf SaaS-Applications. Also wer vielleicht mal bei Azure geschaut hat, was es da alles für Applikationen gibt, die ich jetzt publishen kann, meinen Leuten zur Verfügung stellen kann. Ich sage immer 1400, das war vor 2 Wochen. Mittlerweile sind es 2150 oder so und das wächst. Das ist Wahnsinn, wie viele neue Anwendungen da eigentlich täglich mit dazukommen. Gut, hier nur ganz kurz mal die Folie aufgebaut. Eine Identity ist nicht einfach nur ein Account oder ein Name mit einem Passwort, sondern eine Identity ist eben, um diese ganzen Szenarien abbilden zu können, viel, viel mehr. Eine Identity bei uns auch bildet sich eigentlich aus vielen, vielen Sachen. Also es ist einmal aus dem HR-System, es kommen die Sachen, wer ist mein Manager, was ist meine Geschäftsstelle,
wir nennen sowas Kostenstelle oder welches Joblevel habe ich etc. Dann kommen zum Beispiel Sachen wie meine E-Mail-Adresse aus dem Exchange, es kommen Telefonnummern, also aus verschiedenen Ressourcen und am Schluss ist es eine Identity, mit der ich als Benutzer mich am besten anmelden möchte. Auf, und das ist noch die letzte, danach skippe ich den Rest der Slides und gehe in die Demo, über die ich auf verschiedene Ressourcen zugreifen möchte, die einfach mir vom IT-Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. So, ich dadurch, dass ich mit dem Kabel am Anfang Schwierigkeiten hatte, musste ich jetzt erstmal mich noch kurz anmelden hier. So. Ich melde mich an meiner Azure Subscription. Wer die Enterprise Mobility Suite nutzen möchte, braucht eine Azure Subscription und dann, wenn, wie gesagt, testen kann man die Subscription und genauso dann auch Azure AD muss man sich für eintragen, sagen, ja, will ich aktivieren und dann brauche ich noch sowas wie ein Office 365 und ein Windows Intune. Auch das gibt es in Trial. Ich habe ein Video, ich wollte es eigentlich abspielen, aber ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe das alles mal aufgezeichnet, was das für Schritte sind, weil leider, also ich weiß nicht, wann es vielleicht doch kommt, kann ich nicht mit einem Knopf sagen, ui, ich würde das gerne alles testen, sondern es sind wirklich überall ganz viele Schritte notwendig. Also auch für Office 365 braucht man zum Beispiel einen E-Plan. Den findet man jetzt, wenn man auf die Trial-Seite geht, erstmal so nicht. Entschuldigung. Ah. So nicht, sondern man muss dann auf erweiterte Pläne klicken und muss sich dann da so durchnavigieren, dass man irgendwann auf den E3-Plan kommt. Also in dem Video kann man sich das alles anschauen, das stelle ich dann auch mit auf die Webseite zur Verfügung. So, ich melde mich hier mal an. Für Azure ganz kurz noch gleich den Unterschied, wenn ich mich anmelde, brauche ich einen Microsoft-Account, formerly known as LiveID. Für die ganzen weiteren Subscriptions, wo ich mich dann auch gleich noch anmelden werde, also für Intune und für Office 365, habe ich so eine firma.onmicrosoft.com. Also da funktioniert das Ganze nicht mit einem Microsoft-Account. Ich gehe jetzt gleich ins Azure ID und wenn... Wer das erste Mal einrichtet, klickt dann hier auf dieses Azure AD Premium, klickt da drauf und aktiviert das dann eben für dieses eine Account, den man da sich konfiguriert hat. Was kann ich hier jetzt alles machen? Also ich möchte jetzt einmal sagen, zum Beispiel die Berichte. Die Berichte, man kann sie nicht faken, deswegen sind meine Berichte recht leer. Die Berichte sind so wertvoll. Die Berichte zeigen einem zum Beispiel an, gerade für die Leute, die immer irgendwie denken, oh, und Benutzer und die benutzen die Cloud und was mit der Identity. Wo melden sich die Benutzer von aus an? Also das heißt, die verschiedenen Länder oder wenn jemand reisen würde viel, dann kann er trotzdem nicht, also auch ein Dieter Rauscher wird es nicht schaffen, von Frankfurt nach Seattle innerhalb von 2 Stunden zu fliegen. Diese Berichte geben einem das aber wieder. Also die würden sagen, okay, normalerweise würde er dafür 9 Stunden 20 brauchen, hat sich angemeldet einmal von Frankreich und dann von Seattle, also US drüben, innerhalb von 2 Stunden, was würde einfach nicht gehen. Also man hat hier einen super Überblick über irgendwelche suspicious Logins, genauso auch irreguläre Anmeldeaktivitäten. Wir können das bei Microsoft dann auf den Tenant eben runterfiltern und es hier zur Verfügung stellen. Wir haben natürlich all diese Daten, also wir können darauf zugreifen und können dann halt sehen, was passt zu diesem Tenant und was wird dann da auch angezeigt. Großartige Sache. Wer das Ganze trotzdem mal in Berichtsform ein bisschen sehen möchte, es gibt natürlich Tools, die man installieren kann, um dann den Browser, der sagt dann, ich bin jetzt in Frankreich, ich bin jetzt in Holland, ich bin jetzt in den USA und dann, also es funktioniert, aber man kann sie jetzt hier nicht selber faken. Gut, wenn man dann also feststellt, man hat solche suspicious also Logins von seinen Benutzern, dann ist eine Möglichkeit, zusätzliche Authentifizierungsanforderungen mit zu konfigurieren.
Also ich habe das für meinen Microsoft-Account auf jeden Fall aktiviert, also für mein Outlook.com. Das heißt, immer wenn ich mich irgendwie anmelde an meinem Outlook.com, um auf mein Postfach zuzugreifen oder sowas, dann bekomme ich eine Aufforderung, ich muss einen PIN eingeben und habe dann auf meinem Phone diese Authentication, ja genau, die App installiert, kriegt dann so ein One-Time-Passwort, das ich zusätzlich mit eingeben muss. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Also wir hatten es jetzt auch, glaube ich, Google kam jetzt gerade, ui, ist man irgendwie, Entschuldigung, selber schuld, wenn man einfach nur einen Benutzernamen und ein Kennwort hat. Also auch die bieten an, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu konfigurieren. Und hinter meiner Live-ID, damit melde ich mich bei Facebook, glaube ich, irgendwie kann man sich da anmelden, dann bei Twitter, bei LinkedIn, überall. Das heißt, hat jemand einmal meine Live-ID oder meinen Microsoft-Account, dann ist dahinter viel, viel mehr. Und ich switche auch für technet.de oder für MSDN Developer oder ich will das nicht, dass das irgendwie mit meinem Account dann schiefe Dinge gemacht werden. Also, es gibt auch hier unter Azure AD eine Multifaktor-Authentifizierung. Wir haben vor längerer Zeit PhoneFactor akquiriert und es gab auch vorher schon diesen PhoneFactor-Server on-premise. Den gibt es auch heute noch, der wird auch noch in einer Session dann später dargestellt, wo diese Integration von der Enterprise Mobility Suite ins On-Premise-Netzwerk gezeigt wird. Den konnte ich installieren und dann eben meine eigenen On-Premise-Ressourcen über Multifaktor-Authentifizierung schützen. Was ist aber jetzt mit meinem Office 365-Tenant oder vielleicht mit Devices, die sich registrieren auf Windows Intune, von denen möchte ich ebenfalls eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und das Ganze kann konfiguriert werden. Ich gehe da mal wieder zurück. Und dann gibt es hier den Anbieter für die mehrstufige Authentifizierung. Ich weiß, dass wir an dem User Interface und der Einfachheit der Bedienung noch ein bisschen was tun können. Ich denke, das wird dann auch bald. So, da kann ich dann reingehen. Hier oben dann drauf. Und hier unten auf Verwalten. Wer damit mal rumspielt, ich hatte das am Anfang mit dem On-Premise-Server mal gemacht und habe dann ein paar Mal der Tante gesagt, so nö, ich bin's nicht oder so. Dann hat die meinen Account gesperrt und dann habe ich, glaube ich, 3,5 Stunden gesucht, wie ich meinen Account wieder entsperren kann. Kein Internet? Also das Ganze funktioniert auch über diese Webseite. So, gehe ich gleich nochmal rein. Also ich gehe jetzt mal auf die mehrstufige Verwaltung hier oben. Wie gesagt, hier für die Leute, die sich das Ganze auch on-premise installieren wollen, die finden hier diesen Server, den man herunterladen kann. Man findet auch die Berichte, um zu sehen, wie stark nutzen das die Leute, wie viele Anforderungen gab es, wie viele nicht erfolgreiche Authentifizierungen gab es. Also das sind so die ganzen Berichte zu der Multifaktor-Authentifizierung, wenn diese konfiguriert wird. In Azure war das nochmal ein anderer Klick, man hat es vielleicht gerade gesehen, ich bin auf Konfigurieren gegangen hier oben und finde dann hier unten die Diensteinstellungen verwalten. Und hierüber kann ich dann eben sagen, welche Benutzer sollen konfiguriert werden für die Multifaktor-Authentifizierung. Ich sage jetzt mal, das ist der German soll aktiviert werden dafür. Und ich habe den gestern schon mal benutzt. Ich hoffe, dass er sich das auch gemerkt hat. Ansonsten, wenn man die Benutzer das erste Mal dafür konfiguriert, müssen sie sich aber auch noch authentifizieren oder authentifizieren, dass sie das wirklich sind. Das heißt, sie müssen eine alternative E-Mail-Adresse zum Beispiel angeben und werden dann auch angerufen auf einer Telefonnummer, die man vorher konfigurieren kann. Also das heißt, auch hier im Azure AD zum Beispiel oder im AD, wenn dort die Telefonnummern konfiguriert sind, kann man sagen, das ist der Benutzer, er muss auch das Telefon haben, wenn er sich jetzt dafür konfiguriert. So, also der German ist das jetzt und wenn ich jetzt mal wechsle auf meine Maschine hier. Und melde mich jetzt als ein Benutzer an. Ich darf deswegen das Telefon jetzt auch anhaben. Muss ich einmal meinen ganz normalen Benutzernamen, mein Passwort eingeben, danach auf Anmelden klicken und jetzt sollte er eigentlich
umschalten auch. Also der Service weiß jetzt, okay, er ist konfiguriert für Multifaktor-Authentifizierung. Ich muss es einrichten, okay. Und muss mich eben verifizieren. Das ist alles sehr, sehr langsam. Es tut mir wirklich leid. Normalerweise gehen die Seiten ein bisschen schneller auf. Immer ein Klapp. Bitte? Immer ein Klapp. Ja. So, ich sage, er soll mich anrufen. Gestern hat sie auch das erste Mal mit mir Deutsch gesprochen. Telefonempfang habe ich. Hört man das? Also sie sagt mir hier irgendwas, ich bin hier von Microsoft Form Factor Authentifizierung, verifizier dich bitte, press the pound key. Damit wird jetzt erstmal meine Telefonnummer bestätigt, dass ich das Ganze bin und der Dienst konfiguriert. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich mich wieder anmelde, habe ich jetzt jedes Mal die Multifaktor-Authentifizierung. Neu in Preview ist jetzt, dass ich konfigurieren kann, dass er sich Devices merkt. Also, dass ein Benutzer zum Beispiel, der immer wieder von diesem Laptop aus arbeitet und nicht jedes Mal Bock hat, angerufen zu werden, kostet ja auch Geld, also der Service ist ja nicht kostenlos, kann man sagen, ja, ich erlaube es, Benutzern auszuwählen, dass sie ein bestimmtes Gerät immer wieder häufiger verwenden und dann wird es darüber eben suspended, also angehalten, vielleicht für konfigurierbare 10 Tage oder 3 Monate. Das können Sie dann selber machen. Das ist momentan noch in Preview, aber das ist eben auch neu mit dabei. Eine weitere Sache, die bei einem, also die ich finde, die mir immer wieder hilft, wenn ich zum Beispiel auf unsere Tacket-Seite gehe, um mich als Speaker dort zu registrieren, dann muss ich mich auch schon wieder mit meinem Microsoft Corporate Account anmelden. Gebe ich den jetzt auf jeder Webseite ein? Eigentlich auch ungerne. Das heißt, ich kriege von Microsoft alle unsere Seiten gebrandet. Ich weiß, dass ich auf einer Microsoft-Seite bin. Kann jetzt jeder branden, weiß ich. Aber natürlich habe ich hier oben meine Adresse. Ich achte ein bisschen darauf. Ich habe ein Certificate, HTTPS, plus dann aber auch noch so ein bisschen, ich fühle mich zu Hause, ich sehe Microsoft IT, ich sehe da so ein Microsoft-Bildchen. Und auch das ist etwas, was jetzt hier mit dem Azure AD Premium wahnsinnig einfach ist. Und zwar, man kann das Branding anpassen. Ich klicke hier drauf. Und auch nochmal für jede Sprache. Das heißt, wenn ich jetzt sage, meine deutschen Kollegen kommen an, dann kriegen die eben einen deutschen Text. Willkommen bei der Firma XY. Und für meine finnischen Leute, die kriegen das dann auf Finnisch. Ich sage jetzt hier, ich will ein Banner-Logo auswählen. Dann nehme ich das Camper-Logo. Ich wähle hier drüben noch, ich glaube, das war das andere. Versuchen wir es mal. Ob das funktioniert. Ja, speichert. Ach komm. Vollstress jetzt. Okay, also wenn es dann irgendwann fertig ist, wäre es so, wenn ich jetzt zum Beispiel mich auf mein Portal anmelde, an meinem Portal Office 365, was auch immer, dass er dann... Was ist denn Netzwerk 4? Ach, das ist der andere, sorry. Dass ich dann eben, ich mache jetzt nur das Logo, vielleicht dauert der Upload jetzt einfach zu lang hier. Dass ich dann in der virtuellen Maschine, wenn ich mich dann hier anmelde, oben nicht mehr Office 365 stehen habe, sondern dann eben mein eigenes Firmenlogo und diese ganzen Sachen können angepasst werden. Das kann angepasst werden für Sprache, genauso auch, was ich noch gar nicht gesagt hatte, eben bei der Multifaktor-Authentifizierung. Ich habe sie ja auf Deutsch gehört, was Schönes. Man kann aber selbst da die kompletten MP3s anpassen. Also auch die Begrüßung sagen, willkommen bei der Firma, meiner Firma. Und um das und das zu erreichen, jenes und dieses tun. Also die MP3s, ich hatte das für die Tech-Ready-Session bei uns vorbereitet, so als Deutsche, dann so Jodler mit rein. Das sollte ja ein bisschen Spaß sein. Also das funktioniert wunderbar.
So. Also Branding zeige ich dann gleich, hat er jetzt auf jeden Fall gespeichert, werden wir dann bei der nächsten Anmeldung einfach nochmal sehen. So, was kann ich noch machen? Das Kennwort den Leuten erlauben, also das ist hier Self-Service. Self-Service, auch hier, die Leute sollten sich natürlich, wie jetzt gerade bei Multifaktor, auch erstmal bestätigen. Und dann können sie, wenn sie ihre Kennwörter vergessen haben, bei der Anmeldemaske, die man kennt, von Office 365 unten sagen, Kennwort zurücksetzen. Oder sie können das Ganze auch über dieses myapps.microsoft.com, auf das Portal komme ich gleich noch zu sprechen. Auch hier kann man dann sein Kennwort zurücksetzen, wenn man dazu aufgefordert wird. Momentan ist es noch so, es gilt dann für alle. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, die Leute können das oder diese Gruppe. Das gleiche gilt für einen weiteren Self-Service Dienst, nämlich die Gruppen. Ich kann den Leuten erlauben, Gruppen selber anzulegen. Coole Sache, gerade wenn jemand mit Office 365 und SharePoint arbeitet, dass er den Leuten, die vielleicht bestimmte SharePoint-Seiten managen, auch zeigt, wie man da Gruppen anlegen kann. Und es gibt für Azure AD Premium auch noch einen MIM-Server, formerly known as FIM-Server, dann mit für On-Premise dazu, mit den Lizenzen, sodass man dann eben das, was man jetzt auch On-Premise vielleicht kennt, also ich weiß nicht, ob MIM oder FIM bei dem einen oder anderen im Einsatz ist, Gruppen zu erstellen und dort automatisch sich dann eintragen in die Gruppen, gibt es dann jetzt eben hier auch in der Cloud und das Ganze ist, glaube ich, hier unten einfach auch nur einzuschalten. Momentan auch hier das Ganze nur einmal aktiviert und dann gilt es für alle. Ich hoffe, dass da in näherer Zukunft etwas kommt, dass ich es auch auswählen kann, wer darf denn Gruppen erstellen. Die Gruppen können dann eben, wie angesprochen, in SharePoint verwendet werden, um die Berechtigungen zum Beispiel zu vergeben. Aus Benutzersicht zeige ich das gleich, sowohl die Gruppen als auch das Passwort zurücksetzen, aber bevor ich wieder dorthin wechsle, will ich zeigen, was der Benutzer über dieses myapps.microsoft.com noch alles sehen kann, was wir also als Admins IT einrichten können. Das ist sowas wie SaaS-Applications. Zwei sind bereits da, also zwei Zugriffspunkte und ich kann hier aus einer riesen Galerie weitere SaaS-Applications dem Benutzer mitgeben. Wer die Möglichkeit hat, im eigenen Unternehmen oder beim Kunden diese Cloud Discovery Agents zu installieren mit Absprache des Kunden, um zu sehen, was verwenden denn die Mitarbeiter alles für Cloud-Services. Das, also würde ich jedem empfehlen, dem Kunden oder selber das mal zu testen oder beim Kunden das abzuklären. Die denken oft gar, nö, Cloud haben wir nicht, nutzt keiner. Und auf einmal sieht man nämlich mal, was da für ein Traffic auf Dropbox oder auf Box geht, was für Bytes raus und rein gehen. Da gibt es auch ein Tool, auch unter Azure Cloud Discovery und dann hat man da einen schönen Report. Also komplette HTTPS, HTTP-Traffic wird hier eben auf die einzelnen Applications dann runtergefiltert. So, man sieht jetzt hier, es sind jetzt schon wieder 2390, wieder welche dazugekommen. Das sind diese ganzen SaaS-Applications. Da ist sowas auch wie SAP mit dabei. Da ist sowas wie ein WordPress mit dabei. Twitter ist mit dabei. Alle sagen, hey, Twitter. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Ich wünsche mir, meine Abteilung, wir würden es einsetzen. Weil bei uns ist es so, wir haben einen technet.de Twitter-Account und da kriegt halt jeder, der jetzt twittern soll, das sind 4, 5 Leute, den Account mit dem Passwort. So, der geht mit dem Passwort. Nein, natürlich nicht. Wir ändern das Passwort und alle 4, 5 Leute müssen dann ihre Software umkonfigurieren. Kann man machen, kann man aber auch anders machen. Und ich würde gern zeigen, wie man es anders machen kann. Nämlich, ich veröffentliche die Twitter-App hierüber und konfiguriere dann diese Twitter-App mit dem Passwort. Der Benutzer sieht sie gar nicht, sondern er klickt drauf, wird eben durchgereicht, Pass-through zum Twitter und kann dann unter diesem Account twittern. Und wenn er geht, entferne ich ihm einfach das Recht, diese App wieder zu nutzen. Und dann kann er auch einfach, hat keinen Zugriff mehr auf das Portal, hat auch keinen Zugriff mehr auf die App. Da gehe ich mal drauf, konfiguriere das. Ist sehr, sehr einfach. Ich habe entweder die Möglichkeit, bei Twitter ist jetzt sowas wie Single Sign-On nicht wirklich möglich oder beziehungsweise sinnvoll. Aber wenn ich jetzt an ein anderes SAP-System im Background oder so weiter denke und ich kann da eine Vertrauensstellung beziehungsweise ja, ein Single Sign-On konfigurieren, dann ist das
Zum Teil sehr, sehr einfach, indem man dem Anbieter eine Manifest.xml-Datei zum Beispiel sendet, und bei anderen sind andere Schritte notwendig. Welche Schritte dann gegebenenfalls notwendig sind, die findet man hier drunter unter diesem Link. Da kommt man dann meistens auf einen TechNet-Artikel, wo dann beschrieben wird, aha, für diesen Service musst du jenes und dieses tun. Ich sage jetzt einfach nur einmaliges Anmelden per Kennwort, klick auf OK und muss jetzt diese App, die ich gerade hinzugefügt habe, noch dem einzelnen Benutzer mitgeben. Na komm, Benutzer zuweisen, ich nehme wieder The German. Übrigens keine Panik, Mittag, die anderen stehen jetzt schon an, wir können dann danach hin, wenn der erste Schwung weg ist. So, also ich habe jetzt gesagt, ich möchte dem German das zuweisen, muss jetzt dann einmal den Benutzernamen von meinem Twitter-Account mit angeben. Das ist jetzt irgendein hoffe ich mal, das stimmt. Nein. Schauen wir mal. So. Ansonsten kriegt er gleich einen Zugriff verweigert, aber der, oder beziehungsweise kann sich nicht anmelden. Dann würde man auch sehen, was eigentlich im Hintergrund passiert. So, der Benutzer geht jetzt hierher. Der Benutzer klickt auf myapps.microsoft.com und wartet. Er muss auch sich nochmal anmelden. Ich muss das wieder ausschalten mit dieser Multifaktor. Ah, nee, es geht. Super. So, es wird jetzt hier gleich eine Meldung kommen. Achtung, Ihre Apps wurden aktualisiert. Vorher war eben nur diese zwei Office-Dinger. Jetzt klicke ich hier drauf und dann sollte hier noch eine dritte Kachel aufgehen, nämlich Twitter. Ja. In München bei mir ist es manchmal schneller. Manchmal? Meistens. Ach, Kinders. Alter, hör auf damit. Das wird mir mein Leben lang. Trink nie wieder ein Bier mit dir. Alter. Das glauben wir nicht. Das weiß er heute. Ich hab doch keine Geduld. Ich bin doch die ohne. So, da ist es. Ah, so, also ich klicke jetzt da drauf. Und dann werde ich jetzt weitergeroutet an Twitter. Und man sieht jetzt hier auch, wenn er langsam ist, haben wir Glück, dass wir das sehen. Dann jetzt wollen wir es kurz haben. Nein, also es war doch zu schnell. Also normalerweise sieht man ganz kurz diese typische Twitter-Anmeldeseite, wo dann der Login mit drinnen steht, natürlich ein Sternchen. Also man sieht das Passwort nicht, aber der Benutzer musste das nie eingeben. Ich bin jetzt hier als der German. Der German twittert jetzt unter MS Cloud Zone. Und wenn er das Unternehmen verlässt und die Abteilung verlässt, entferne ich ihn einfach wieder aus dieser Anwendung und er kann es nicht mehr tun. Also das finde ich halt wesentlich cooler, als den Leuten jetzt das Passwort einfach mitzugeben und sagen, twitter mal so ein bisschen. Ich habe den vor 4 Jahren mal angelegt, da passiert nichts, ich habe keine Ahnung, was da. Vielleicht sollte man ihn jetzt wieder aktivieren. Also wer einen kurzen Moment braucht jetzt, Ruhm, ich drücke F, nein. Gut, also das war jetzt das eine. Und wie schon gesagt, Gruppen ist hier das zweite, das ich mit diesem Self-Service mit angeben kann. Das ist super easy. Ich kann eine neue Gruppe erstellen. Und wenn ich eine Gruppe erstelle, ich lasse das Ganze jetzt, aber man kann halt hier entweder auswählen, ich brauche Owner Approval oder ich bin automatisch in dieser Gruppe mit drinnen. Das muss jeder selber wissen, der die Gruppe erstellt, für welchen Zweck das Ganze ist. Sollte ich eine Genehmigungsgruppe erstellen, ist sie da oben unter Genehmigen dann zu finden. Und unter Profil, da klicke ich jetzt auch noch mal ganz kurz drauf, unter Profil sieht man dann auch dieses ganze Self-Service mit dem Passwort zurücksetzen.
So, dann gehe ich jetzt hier mal wieder raus. Was habe ich hier noch zu zeigen? Also, das war das eine. Ich habe hier Benutzergruppen, kann ich anlegen. Ich habe die Anwendungen. Ich habe ansonsten noch die Device-Registrierung. Ich habe auch sowas wie einen Azure Web Application Proxy, der jetzt auch in Preview ist, sodass ich dann meine eigenen Anwendungen aus dem Netzwerk, also wenn ich eine Trust habe, also beziehungsweise eine ADFS Federation konfiguriert habe, dass ich dann meine Anwendungen ebenfalls hierüber publishen kann, so damit die dann auf diesen myapps.microsoft.com auftauchen. Das ist hier auch noch mit dabei und ganz am Schluss, das sind noch so ein paar untere Sachen, ob Leute jemanden einladen dürfen. Es ist alles in Preview noch, aber das lasse ich jetzt alles noch weg. So, ich habe jetzt viel Zeit mit es funktioniert was nicht verplempert, plus viel Zeit über Azure AD gesprochen. Ich bin bereits 7 Minuten drüber und ich habe noch 2 Produkte. Ich habe noch Rights Management Services, das lasse ich komplett weg. Das macht dann nur Peter. Ich zeige auch nicht die kurze Version davon. Und Windows Intune. Hat jemand Windows Intune Vortrag hier heute noch? Ist bei euch ein bisschen mit drin. Okay, also ich will vielleicht dann, ich will es gar nicht aufmachen, aber ein paar Sachen dazu sagen. Vorher gingen die nur in Kombination mit zum Beispiel System Center Config Manager, mit dem Connector. Da waren solche Sachen wie E-Mail Provisioning oder E-Mail Profile Provisioning oder Konfiguration von Apps, die erlaubt sind oder nicht. Das Ganze findet man jetzt auch in der Cloud-Only-Lösung in Windows Intune. Und ich kann dort, ich habe eigentlich mein Phone hier dabei. Und wenn ich mich jetzt anmelde und mein Device enrolle, was sehr, sehr einfach ist, ich klicke da auf Workplace oder Unternehmensdingsbums beitreten, gebe dann meinen Namen ein, mein Passwort. Und bin dann gemanagt von Windows Intune, dann kriege ich die Policies. Und dann kann ich sofort konfigurieren, dass das E-Mail-Profil wird eingerichtet, der User muss dann nicht nochmal extra seinen Outlook da, Exchange-Account mit einrichten. Der Benutzer hat dann zum Beispiel die Icons, die er vorher hat, nämlich einen Browser, einen Internet Explorer oder vielleicht den Store oder irgendetwas einfach ausgegraut. Er kann darauf nicht zugreifen. Man wird in dem Portal, wenn man die Policies durchgeht unter Windows Intune, vielleicht nur einen Browser sehen. Es gibt aber die Möglichkeit, das wirklich auch noch auf bestimmte Apps, die man selber weiß, runterzudrosseln und die auch noch mit zu deaktivieren, wenn man das nicht möchte. Auch eine Kamera deaktivieren, das sind alles wichtige Dinge für bestimmte, also du hattest, Benny, auch in deinem Vortrag ein paar Industrien einfach genannt, wo man halt nicht einfach mit, alleine schon in deinem Thema Remote Desktop, wo man sehr viel Wert auf diese Sicherheit legt, genauso ist es beim Phone, kann ich halt nicht einfach Fotos machen von den neuesten Automodellen oder so weiter, wo das wichtig ist. Es geht vieles erst ab Phone 8.1, aber wir haben nachgelegt. Es kommt noch mehr. Also wir haben bei Windows Intune momentan alle 3 Monate ein großes Update, das kommt mit weiteren neuen Settings. Aber es ist eben nicht nur, oh ja, wir können Windows-Devices verwalten, sondern es ist Android und es ist iOS und die bieten wirklich auch wahnsinnig viele gute APIs an, um komplette Verwaltbarkeit der Devices vorzunehmen. Gibt es denn auch sowas wie Secure Workspace auf dem Device? So, also einen verschlüsselten Bereich, der nur für beschäftigte Zwecke dann versetzt? Noch nicht. Ja. Auch daran arbeiten wir, wer es vielleicht gesehen hat, auf der Worldwide Partner Conference wurde da etwas vorgestellt, wo dann eben in Zukunft Dinge in so einem Container mit drinnen sind, oder? Ja. Gut. Ich zeige es jetzt nicht. Ich habe noch 1000 Demos dabei, aber meine Zeit ist schon rum. Deswegen, gibt es denn irgendwelche speziellen Fragen, irgendwelche speziellen Dinge, die man gerne sehen, hören möchte? Jetzt noch, die machen auch Schluss. bevor wir in die Mittagspause gehen. Gut, dann würde ich sagen, wenn es Fragen gibt, ich bin auch den ganzen Tag da, ich bin auch heute Abend noch mit dabei und dann erstmal danke.